Einmal Shuttle. Ja, riskieren. Was machen wir? Den Shuttle Crew ist zurück. Nur die Shuttle ist zurück. Aber Frachtraum ist frei. Es ist in der Zeitplan verschlossen. Ergänzt die Crew mit Freiwilligen. Der Frachtraum des Wracks ist intakt und verschlossen, aber der Schutt drumherum könnte dazu führen, dass der Rumpf zerbricht. Mit genug Personal könnten wir hier einiges an Beute sammeln. Ja, dann wollen wir das doch mal ausprobieren. 55%. Ja! Perfekt. Was gibt es? Zurück zum Schiff. So. 50. Ah, hier werden jetzt auf jeden Fall andere verbrennt. Puren Waschenstoff auf Schreibtisch. Ja, dann wollen wir den Mining Rig einfach mitnehmen. Wie lauten Ihre Befehle, Captain? So, hier können wir nichts mehr machen. Und wir sind so rum ausgerichtet. Wir drehen das Schiff. Ja. Scorn verfolgen unsere Position nach. Wir verdrehen, drehen. Ist die Frage natürlich von uns aus, welcher Planet ist etwas näher bei uns? Wir haben natürlich nicht mehr, was wir sammeln können. Ja, die Tage verziehen sich hier so eins nach dem anderen. Da ist der Scorn. Ich glaub's ja nicht. So. Da hinten ist dann der Planet. Und wir versuchen mal einfach unter Volldampf dahin zu kommen. Was soll denn passieren? Ja, wie schaffen können wir es nicht? So, zwischenzeitlich muss ich hier im Crew-Bereich wieder was machen. Ich muss irgendwie wieder Pilotentraining. Wen trainieren wir ihn hier nochmal? Nein! Ja, und wir werden schon wieder bekämpft. Ich glaube es ja nicht. So, stärkster Kommandant bist du, also hier drauf. Stärkster Engineering bist du an die Laser. Du an die Laser. Dann der nächste Engineering ist hier oben. Du dahin. Nein, dahin. Du dahin. Und du bist einfach die beste Medizinerin, die wir an Bord haben. Du musst das hier übernehmen. So, während er sich jetzt hier setzt... Wir können auf Rot bleiben. Ich gehe mal nach dahin und sage Feuer. So. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir da was hinkriegen. Eieieiei. Nee. Flektor muss haben. Oh, feuern wir. Oh. 20, 22, 23. Feindlicher Schuss wurde umgeleitet. Sehr gut. Torpedos, nein, Laser sind intakt. Nein, und genau jetzt hat er umgestellt, die Farbe. Jetzt sind wir natürlich dann auch direkt. So, der wirft an uns vorbei. Wir ziehen mit dem Laser hinterher. Und. Feuer mit den Torpedos nochmal dran vorbei. Nein! Ei, da hat er uns doch noch getroffen. Ganz, ganz doof. Ich kann mit dem aber schießen. Und ausweichen. Nein, hat noch nicht geholfen. So, wir schießen den ab. Wir schießen den ab. Eieieiei, Schaden am Torpedosystem, ganz schlecht. So, wir switchen direkt um auf den, um den abzuschießen. So. Ja, Glück gehabt. So. Alles mitnehmen, was geht natürlich. Wir haben ja gar nicht mehr so die Welt. So, das heißt, es gibt uns noch ein paar Tage Zeit. So, aber wir müssen natürlich unter Volllast direkt dahin.
So, in der Crew-Bereich wollen wir auf jeden Fall erstmal wieder dafür sorgen, dass hier alles passt. WLT-Training, hier, du hast den in der Zwischenzeit. Du gehst dich heilen. Den Rest, ja, den kann ich auch mit heilen. Dann habe ich gleich nur 3 für die Mining-Mission, aber das geht. So, ja, wir gehen auf jeden Fall mit Vollkraft dahin. Hoffen, dass wir auch gut reinkommen in den Orbit. Vielleicht habe ich auch Glück, dass ich gar nicht so lange brauche. Ich gebe auf jeden Fall Vollgas, bis ich da bin. So, in dem Crew-Bereich gibt es nochmal was auszuhändigen. Nochmal Pilotentraining. Eieiei. Wie lange müsste ich den noch? Aber ich muss jetzt gleich runter. Ich kann ja nicht so viel. Ich setze den mal noch mit rein. Die anderen zwei sind gerade beschäftigt. Das macht uns jetzt natürlich gar nicht so viel leichter, wenn wir da jetzt ankommen. So. Ich ziehe mal ein bisschen hoch. Oh, der erste ist mit Training abgeschlossen. Sehr gut. Restliche Lebensmittel ist gar nicht mehr so weit hier. Das ist gar nicht gut. Ich hoffe, dass ich hier endlich jetzt gleich in die Umlaufbahn einschwenken kann. Wir müssen... Proteinsequenzierer-Ressourcen erschöpft. Ja. Zivilisten in Gefahr. Dann... Orbit wird betreten. Ihre Befehle, Captain. Sie ja. Verfolgen unsere Position nach. Nein. Auswahl des Fernsteuerungspilots. Faire Bedingungen. So, muss ja einmal starten, da muss der sammeln. Die Scorn haben wir gleich hier bei uns. Ich muss mal gucken. Ich hoffe, dass ich eben die. Gesammelte Ressourcen. Sehr gut. Alles mit hoch, alles mit hoch, alles mit hoch, alles mit hoch. Bestätigen. Wie lauten Ihre Befehle, Captain? So. Ich muss mal ganz kurz einmal hier gucken, weil den haben wir gerade hier im Crew-Bereich. So. Und ihn setzen wir direkt mal da rein. Dann Engineering-Bereich. Ich muss ja gucken, dass ich unsere Hülle wieder fertig kriege. Egal. Yes, zum Hüllen reparieren, damit wir auf jeden Fall haben. So, und der sagt hier, Life Support Protein. Den mal auf den Proteinsequenzer ansetzen für die nächsten 10 Tage. Dann verbraucht er ja weniger Leistung. So. Captain Chair. Wir müssen sagen, oh, uns gehen die Leute aus. Wir gehen aber mit F wieder runter. Ihre Befehle, Captain. Ja, wir wollen mal gucken. So. Ihn als Pilot. Ihn als Engineering dabei. Und schon müssen wir nur 100%igen sehr, sehr viel sammeln können. Wichtig ist, dass wir natürlich die ganzen BMs sammeln. Für unsere Proteine... Ein Scorn-Angriff droht, Captain. Ja, macht nichts. Da müssen wir leider im nächsten Fall durch. So, hier geht erstmal der hier. Ne, da müssen wir sammeln. Da, das müssen wir sammeln. Das muss ich brauche auf jeden Fall BMs. Nein! Dabei hatten wir so gute Chancen, hier was einzusammeln. Und ich habe kaum noch CO2. Ich muss auf jeden Fall Sauerstoff sammeln. Wie lauten Ihre Befehle, Captain? Ja, bevor das Crunch, bevor der da ist, habe ich den mit Sicherheit hier, den dahin, den dahin. Faire Bedingungen. Starten. In der Zeit bleibt uns, glaube ich, das Crunch außen vor. Uns geht ja gleich der Sauerstoff aus und damit das nicht passiert, müssen wir gucken, dass wir da definitiv jetzt erstmal sammeln, sammeln, sammeln. Crew bei Abstieg verletzt. Ah. Gut. So, Sauerstoff, BM, so. Wieso gibt es hier kein CO2, den ich sammeln kann? Das ist ja echt übelst. Hier habe ich echt eine ganz blöde Welle genommen. Boah. Meine Leute, die sind fast am... Ich würde eher sagen, so verdursten. Hora im kritischen Zustand. Hier nochmal CO2. Ja. Zerstört. So, bringt uns auf jeden Fall erstmal wieder davon was. Genug zum Leben. Davon was.
Unsere Lagerräume sind leer. Ich muss also auf jeden Fall noch einige Male runter. Ihre Befehle, Captain. Ja, mach. Ei. Anwendung wird erwartet. Ja, ich muss den Zorn gleich auf jeden Fall nochmal. Ach du meine Güte, jetzt geht's aber ab. Leute, Leute, Leute. MGN. So. Ich muss erstmal dahin. Ich habe gleich nicht mal mehr genug Leute, wenn wir angegriffen werden. So, Engineering. Ich muss mal kurz gucken. Engine. Exploration, Mining, Pro Mining. Shields. Verringert die Betriebskosten eines Moduls oder die Nachladezeit einer Waffe. Ja. So, nächste Stelle. Systeme angetrieben. Sehr gut soweit. Jetzt muss ich hier aber einmal gucken. Die ist unten, der ist unten. Ich hätte 4. Der muss auf jeden Fall mit in die Regeneration. So, während das läuft, während die sich da laufen, werden wir mal eben wieder gucken, dass wir weiter minen. Ja, meine Befehle sind Mining. So, ich brauche einen guten Pilot. Das heißt, ich nehme dich als Pilot. Und einen guten Engineering vielleicht noch. Und ihn als Engineering. Habe ich keine Chance. Ich habe die Angst, das wird dann doch schon wieder gleich gewesen sein. Das Problem ist, ich kann den Sektor gar nicht verlassen soweit. So. So. Ich habe hier eigentlich relativ wenig von dem, was ich brauche. Da ein bisschen Lebens, da ein bisschen Magnesium, hier noch ein bisschen davon. Eieiei, das ist ja auch gar nicht der Förderbereich, wie man sich den so wünscht. Hier noch ein bisschen Magnesium, haha, Nitro. Mist. Da noch ein bisschen was, da noch ein bisschen Sauerstoff. Ich muss ja gucken, dass ich für die Leute genug Sauerstoff habe. Hier gibt es jetzt erstmal was zu essen. Rohöl aufgebraucht. Ah, eieiei. Alles mitgehen, was geht. Magnesium. So, wir nehmen einfach alles mit. Ja, 85, ich brauche auf jeden Fall Ends dafür. So. Wie lauten Ihre Befehle, Captain? Oh, weiter sammeln. Wir müssen hier gucken, dass wir unseren Dings hier dazu kriegen. Ach du Kacke. Ich kann momentan gar nicht viel machen. Ich muss hier bleiben, trotz Routen. Ein Ressourcenbot einfach aussetzen. Fernsteuerungspilot. Sollte ihn vielleicht nicht zu Schaden bringen. 83%, ich hoffe. Ist ja eigentlich eher die Sonne, die hier kaputt geht. So. So, einfach alles mitnehmen. Es ist immer noch nicht die Welt, wenn ich mir angucke, was wir laden können und wie wenig ich habe. Da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist nicht gut. Wie lauten Ihre Befehle, Captain? Auswahl des Fernsteuerungspilots. So, meine Crew ist relativ kaputt. Ressourcensonde entfernt. Aber ich merke, es ist schon ganz schön strategisch zu sehen. Man kommt hier gar nicht großartig weiter, außer man ist fleißig. Außer man ist hier wirklich fleißig, kontinuierlich am Sammeln, Sammeln, Sammeln. Ihre Befehle, Captain. Ja, noch einmal einsetzen. Fernsteuerungspilot festlegen. Ich muss meine Crew irgendwie mal fertig kriegen. Das Beste wäre natürlich, ich komme in keinen Krieg. So.
Aber ich muss einfach mitnehmen, was geht. So. Bestätigen. Wie lauten Ihre Befehle, Captain? So, meine Befehle lauten jetzt erst einmal hier wegdrehen. Wir haben wieder für ein paar Tage, wir haben auch Streibstoff soweit alles. So, jetzt geben wir Vollgas. Sehen wir zu, dass wir hier vorbeikommen an dem Planeten. Triebwerke auf voller Leistung. So. Im Crewbereich gibt es noch was, was gemacht werden muss. Wir brauchen einen Kommandanten. Übernimmst du die Aufgabe in der Zeit? Ich sehe zu, dass ich hier aus diesem Sektor rauskomme, indem ich nah, aber nicht zu nah an dem Planeten vorbeifliege. Und dann hoffe einfach rauszukommen. Sieht sehr interessant aus, als wenn man hier eine Wand durchfliegt. Wahrscheinlich ist das so diese imaginäre Sektorwand. Ich durchfliegen muss, denn letztlich muss ich dann ja auch gucken, dass ich da hinten hinkomme. Wir wollen ja diesen Flug dahin begleiten. So, Training abgeschlossen, das ist schon mal sehr gut. Die Crew, ich schaue mal eben nach, wie sieht es denn bei denen aus? Die sind noch. So, mal eben zurück, den auch zurück. Denn jetzt müssen sich die zwei Leute hier doch mal eben regenerieren. Nein! Ei, das ist unser Ende. Das kann ich einfach nicht überleben. Kommandant. Nein, jetzt wollen wir mal ganz kurz gucken. Hat zwar eine sehr gute Kommando, müsste da ein Kommandant 46. Aber der ist als Engineering eigentlich unverzichtbar für die und ihn für dort. Nein, ihn dahin. Ihn dahin. Sie muss einfach dahin. Und ich kann ihn auf den Kommandosessel setzen, auch wenn er nicht mehr der fitteste ist. Ja, mit drei, gegen drei ist natürlich ganz klar zu sagen, fast nichts zu machen. Da feuern wir erst einmal. So, wer schießt zuerst? Das ist er. So, hier müssen wir den. Er schießt auf Rot. Mist. Nein, ich kann ja natürlich auch nichts machen in der Zeit. Und jetzt trifft er natürlich. Ach, und ich schieße natürlich kilometerweit in der Nähe, ey. Das geht doch gar nicht. Der feindliche Schuss ging daneben. Ach, natürlich, war ja auch klar. Ich kann auch nichts machen. Der feindliche Schuss ging daneben. So. Wir sind da, feuern wir mal drauf. So, die sind da, dann nehme ich mal blau. Der braucht etwas länger. Ja, das ist klar. Das jetzt sind wir natürlich. Ich hätte natürlich drauf hören müssen, dass wir viel, viel früher müssen. So, den auf Rot umsetzen, um den umzusetzen. So, wir sind noch hier. Den feuern wir mal.
und ausweichen. Der Feind hat nicht getroffen, Captain. Der feindliche Schuss ging daneben. So, noch ein weg. Der feindliches Schiff zerstört. So, wir sind hier auf gelb-gelb. Ich muss leider warten, bis hier alles weg ist. So. So, ich muss leider mal ein bisschen warten, mal. Aber ich glaube, wir haben es dann tatsächlich doch mal geschafft, den zu kriegen. So, er schießt drin vorbei. Eine Fresse. Das war natürlich klar. Feindlicher Beschuss wurde umgeleitet. So, jetzt muss ich gucken. Was machen wir? Einmal ausweichen. Sehr schön. Nein, das war natürlich klar. Das war natürlich klar, dass in 22. Wir warten einmal aus. Wir haben nicht getroffen, Captain. So, das. So, sehr schön. Puh. Auf jeden Fall mitnehmen. Das brauchen wir. Brauchen wir für die nächste Landung. Magnesium können wir auch mitnehmen. Super. So, das bedeutet, ich muss erstmal gucken, wen kann ich denn jetzt tatsächlich. Okay, sofort. Und ihn mit einsetzen. Dann geben wir mal ein bisschen Gas in den nächsten Sektor. Dann mache ich kurz die Pause und speichere mal eben. Oh. Ja, hier ist auch alles schon relativ weit runtergesetzt. Wie war denn das? Muss ich das so machen? Ah, okay. Speichern und beenden. Das ist natürlich immer ganz praktisch. Naja gut, ich speichere, beende mal und im nächsten Video geht's dann weiter.